Moinsen. Ich habe damit angefangen, das gesamte Rollmaterial zu sichten und mir sind teilweise echt die Augen übergegangen. Da sind Sachen dabei, da wusste ich gar nicht, dass mein Vater die noch gekauft hat. Und dann habe ich angefangen, gestern die ersten Loks zu testen. Die Zugpackung und so habe ich erstmal außen vor gelassen. Da sind auch noch eine ganze Menge von vorhanden. Außerdem habe ich die Stellpulte und auch die Signaloberteile wieder gefunden. Leider ist ein Signal kaputt und ein Oberteil fehlt. Aber selbst mein Vater hatte schon vor, irgendwann mal auf Formsignale umzurüsten und das werde ich wohl auch tun. Eins habe ich schon, das habe ich mir damals gekauft. Die restlichen muss ich halt noch besorgen. Ja, beim Testen der Lokomotiven kristallisierte sich sehr schnell heraus, dass die Loks, die mein Vater irgendwann mal gewartet und geölt hatte, alle verharzt sind. Während die Loks, die noch im Originalwerkszustand sind und vielleicht einmal aus der Packung genommen wurden und zwei, drei, viermal Kreise drehten, alle noch in Ordnung sind und sofort laufen und eigentlich keinerlei Wartung bedürfen. Von 34 getesteten Loks sind 20 verharzt und 14 laufen einwandfrei. Die habe ich hier mal aufgereiht und da waren noch einige Überraschungen dabei. Zum Beispiel der fliegende Hamburger wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Dann die E18 war eine Überraschung und auch die Kriegslok Baureihe 52 mit Urkunde und was weiß ich, was da alles zugehört. Weiterhin war die Baureihe 50 mit der Schneeschleuder auch eine große Überraschung. Da wusste ich gar nicht, dass mein Vater die irgendwann mal gekauft hat. Leider sind meine eigenen Loks auch alle verharzt, da ich damals mit meinem Vater zusammen gewartet und geölt habe und wir haben einfach das falsche Öl benutzt. Die einzige Lok, die halbwegs läuft, ist die Baureihe 111, aber die hat so dreckige Füßchen und müsste also einfach auch mal gereinigt werden. Deswegen habe ich die zu den Ausfällen dazu gezählt. Weiterhin sind mittlerweile drei von den Fahrreglern an Land gekommen. Passt ganz gut, da ich mittlerweile auch drei Stromkreise gereinigt habe und man die wieder befahren kann. Und heute habe ich dann das Steuerpult für die Schiebebühne angeschlossen, die Schiebebühne mühsam in die Aushakposition rangiert, etwas gereinigt und sie läuft wieder, wenn auch noch ein klein wenig zäh manchmal. Aber sie läuft. Wogegen die Steuerung der Loks mit diesem kleinen Pult echt eine mittelschwere Katastrophe ist. Da werde ich mir auch einen Fahrregler für besorgen und dann kann man da auch feinfühlig rangieren. Den ersten Testlauf habe ich einfach mal mit einem Video festgehalten. Viel Spaß damit. Thank you.
Ja, das war's dann für heute und ich wünsche noch einen schönen Restsonntag und dann bis zum nächsten Mal.